Hallo. Immer noch RimWorld. Wir leben faszinierenderweise immer noch. Ich hatte wirklich gedacht, das geht sehr, sehr viel schneller mit dem Sterben. Gerade jetzt, wo wir, ja, wo wir alles auf ein bisschen Chaos gestellt haben. Aber vielleicht auch nicht. Ach komm, dann können wir die auch gleich mitjagen. Sonja hat sich gedacht, sie geht mal jagen und verballert unsere Munition. Und auch sonst ist eigentlich nicht viel Faszinierendes passiert. Und ein Holzbett können wir... Langsam aber sicher müssen wir uns mal ein bisschen ausbreiten hier. Müssen wir die Dinge mal ein bisschen schöner werden lassen. Aber das hat nicht zu heißen, dass hier irgendwas Lustiges passiert. So. Also. Komm, ein zweites Bett packen wir hier rein. Kann man ja Gott sei Dank mittlerweile auch wieder abbauen, so ein Bett. Wenn das irgendwie im Weg steht. So, Min, hast du irgendwas? Ach, du Scheibenkleister. Na super, du bist ja ein total guter... Eifersüchtig. Oh Gott. Du bist ja auch noch ein Pessimist. Leck mich doch am... Du kannst... Was kannst du? Ich brauche unbedingt was zum Funken, dass ich den Typ verkaufen kann. Das ist ja... Geht ja so nicht. Wo soll man denn da... Das hört doch nicht mehr auf. Wenn wir damit einmal anfangen... Nee, nee, nee. So, haben wir den Raum hier voll. Das reißen wir ab. So, und hier unten ist da jetzt ein Hohlraum. Das werden wir rausfinden. Indem wir diese Wand abreißen. Vielleicht werden wir dann da schon alleine deswegen schon sterben, weil da 50 Millionen Kampfroboter drin sind. Sonja schläft immer noch. Sonja, so einen Schlafplatz hätte ich dir dann doch noch anzubieten. Hier so ein Zack, komm. Achso, Besitzer. Wo ist sie, Sonja? Viel Spaß. Ah, nee, die schläft. Die schläft tief und fest, die hat keine Lust. Der Min. Es geht ab, Min. Vom Aufseher überzeugt. Abscheuliche Umgebung. Nackt. Ja, gegen nackt kann ich nichts. Ganz allein zu verantworten, nehme ich jetzt einfach mal an. Das Zeug verschimmelt auch nicht hier. Verdirbt mich. Gut. Top-Story-Schule. Ja, so langsam aber sicher gehen dann doch meine Nahrungsmittelvorräte doch zur Neige. Ich bin gerade mal bei 56% bei den Kartoffeln. Was macht der Reis? 58%. Was ist denn hier los? Ja, dann muss dieses Tier noch dran glauben. Das ist echt übel. Ich bin eigentlich eher so... Lieber der Selbstversorger als jetzt hier der Tierabschlachter. Habe ich also wirklich mehr Erfahrung oder bessere Erfahrung mitgemacht. Ich habe ein Gebiet freigelegt. Das ist aber nicht euer Ernst. Okay. Und der Preis für den sinnhaftesten Raum geht an. Neues Gebiet wurde entdeckt. Ja, gut. Dann könnt ihr den Rest auch noch abbauen. Habe ich jetzt ein bisschen Sandstein. Und was ich mit dem freigelegten Platz mache, das überlege ich mir dann später. Ja, genau. Stellt euch genauso hin. Oh, das geht schief. Ich sehe es schon kommen. Sonja muss damit mittlerweile vor der Mega-Schütze sein. Na, gleich. Rums. Schießen 8. Oh, Mann. Die schläft und bewegt sich nicht. Herrgott, ziel doch einmal besser. Du musst nur mal kurz ein bisschen besser zielen. Jetzt hat sie aufgegeben. Oh, Leute. Es gibt Menschen. Und es gibt Ratiofarmen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Hat überhaupt nichts. Der Hund. Ach, der ist so süß. Yorkshire Terrier. Kann man keine neuen Namen geben. Finde ich noch sehr schade. Wahrscheinlich, damit man die Tiere nicht Pudelwutz nennt oder sowas. Oder Schniedel. Oder Pümpel. Oh. Ihr seid leider zu nah dran. Sorry. Das hättet ihr... Der hättet ihr euch woanders hinlegen sollen. Apropos. Du. Bitte mal keine Tierleichen. Aber dafür du. So. Denn auch Tierleichen möchten gefroren werden. Oder gekühlt. Und wer sind wir, den armen Tierleichen diesen Wunsch abzuschlagen? Am Rand immer noch, wie das Pendel, das hast du nicht gesehen, über uns schwingend, die wenig Nahrung und wenig Medizinanzeige. Aber was will man machen? Mal kurz auf doppelte Geschwindigkeit, Produktion, ne, das war Diverses, ne, das Funkding, ja, die Funkanlage. Der Anlach. Wo landen wir die denn mal hin? Die darf ja nicht im Freien stehen. Dabei wird sie hier so gut hinpassen. Ach, wisst ihr was? Die bauen wir dahin. Und ziehen was drumrum. Dann ist das gut. Das ist nämlich der Funkraum. Im Holztürchen.
fertig aus. Ach, wobei. Komm schon. Muss ja nicht groß sein, so ein Funkraum. Sonja, ich mache mir wirklich Sorgen um dich. Geht doch. Mein Gott, Sonja. Peinlich. Peinlich. Wo soll das nur enden mit dir? So, da haben wir genug für 5 weitere Mahlzeiten und 8 haben wir auf Lager. Es nimmt Struktur an, möchte ich sagen. Schön, dass immer noch niemand diesen blöden Baum da weggeballert hat. Aber Hauptsache, hier liegt lauter Holz, was niemand wegträgt. Hier funktioniert ja schon wieder gar nichts mehr. Die Struktur in dieser Siedlung ist völlig für die Füße. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ihr der Grund dafür seid. Ihr vier. Sonja kriegt jetzt erstmal einen neuen Namen, damit wir auch zu Sonja ein besonderes Verhältnis herstellen. Und zwar heißt Sonja El Executor. Executor. El Executor ist ja eine Frau. Ich glaube, A und O war das, ne? O für männlich und A für weiblich. El Executor. Wobei, dann ist L falsch. Ach, ist mir egal. Ich habe die Sprache nie gelernt. Ich kenne das nur aus dem Fernsehen. Und da wir alle wissen, dass das Fernsehen uns nichts beibringt, ihr könnt ruhig mal irgendwie was bauen oder so. Ihr müsst nicht irgendwie nur diese ganzen... Genug gesehen. Jammerspiel. So, Min konnte immer noch nicht angeworben werden. Das könnte teilweise daran liegen, dass Min immer noch kein Bett hat, weil das niemand bauen will. Sexy Hexi, bau ein Bett. Oh, es wird geerntet. Schön. Jetzt dürfte das... Da jagt immer noch jemand. Hör auf damit. Auf was schießt du? Auf was? Wo ist es? Sag's mir. Ach Gottchen. Geh doch einfach mal einen Meter näher ran. Dann triffst du vielleicht auch. Hast du noch eins? Baut Marmor ab. Na gut, jetzt geht's wenigstens weiter. Hast du das Bett jetzt gebaut? Bau das Bett. So. Das hier da weg. Das hat Min mal geweckt. Hihi. Blöder Min. Freddy, kannst du ein Bett bauen? Nee, Freddy ist ein Depp. Kannst du das da wegmachen? Nein. Was könnt ihr überhaupt? Oh, mein Bild. Entschuldigung. So, jetzt schlaft ihr erstmal alle wieder. Weil ihr doof seid. Ja, El Executor, ich warte immer noch, dass jemand dein Bett baut. Warum zur Hölle? Auf damit. Geh ins Bett. Geh in ein richtiges Bett. Nasskappe. So. Wenig Nahrung, wenig Medizin. Der altbekannte Text. Kann ja gar nichts mehr schief gehen. Ich sag euch eins. Einen Angriff. Ich gebe uns einen Angriff. Einen einzigen. Und dann ist hier das Licht aus. So wie es jetzt läuft. Aber dann hat es Spaß gemacht. Der Kniff ist ja immer, wenn man damit rechnet, dass das Spiel nicht lang dauert. Und es dauert länger, macht es effektiv sehr viel mehr Spaß, als wenn man sich darauf einstellt, die nächsten 5 Stunden zu spielen. Und plötzlich sagt das Spiel, ach nö, du, ich schick dir mal alles auf den Hals, was ich hab. Und du stirbst. Und dann ist man nämlich angefressen. Genau. So läuft das. Im realen Leben. Apropos angefressen. Wie wär's mal mit Möbeln? Mit einem Holztisch. Dahin. Und einem Holzhocker. So. Viel Spaß damit, ihr Deppen. Da wird schon das zweite Bett gebaut. Da wird mal ein Holzband hochgezogen. Das geht ja jetzt doch voran. Ihr macht mich wahnsinnig, Jungs. Ich glaube, ich verliebe mich gerade in euch. Oh Gott, ich dachte, das war's. Aber es war nur eine Vorratskapsel. Sehr gut. Elchleder. Der wichtigste Rohstoff im Spiel. Gleich nach... Was gibt's denn noch Sinnloses? Keine Ahnung. Gleich nach... Dings. Was anderem. Hier unten können wir ja eigentlich mal... Kann die Temperatur eigentlich gehalten werden? Ne? Sehr, sehr schlecht, weil wir hier alles ausgehoben haben. Das müssen wir fixen mit Sandsteinblöcken und einer Wand. Und zwar so. Ja. 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 Das gefällt mir gut. Bis jetzt. Aber ich brauche noch eine Tür. Ungefähr da. Und dann mache ich da irgendeinen Quatsch rein. Und diese Lagerzone darf natürlich nicht so klein bleiben. Lagerzonen müssen verdichtet sein. So. Schön. Dann kann der Quatsch hier mal weg. Apropos, habe ich das da oben auch noch? Bestimmt, ne? Egal. Nicht wichtig. Eine Vorratskapsel, die hätte ich schon geräubert. Oder zumindest habe ich schon den Befehl gegeben, dass man sich da ruhig verköstigen kann dran. Fort mit. Alles fort mit.
Gott. Der Min. Wie geht's dir denn, Min? Was macht denn die Gesundheit? Ach, leck mich doch. Vom Aufseher überzeugt, in Dunkelheit, schreckliche Gefängnisbaracke. Ach, du bist aber auch ein Weichei, Min. Da kann man doch irgendwie diesen Statistik... Ah, das habe ich gesucht. Eindruck schrecklich. Ach, Min. Weißt du? Guck mal, du könntest sogar fliegen, weil jemand da was hingelegt hat. Und was machst du? Nichts, weil du ein Trottel bist. Du willst nämlich eigentlich zu uns. Du willst es nur nicht so einfach machen. Das sind mir die Richtigen. Jetzt kann doch mal, kann bitte jemand, irgendjemand diesen Baum da entfernen? Nein, nicht... Ach gut, dann reinige halt Blut. Ready? Ja, schneide die Pappel. Bitte. Und die andere Pappel auch. Wie die sich immer an diesem Baum vorbeidrücken. Als wäre es hier... irgendwas ganz Wichtiges. Es wird gekocht. Ein Yorkshire hüpft herum. Und sieht cool aus. Er ist ein Yorkshire und er sieht cool aus. Völlig sinnlos, die Terrier. Kaum Kampfkraft. Leider Gottes, vielleicht kommt das ja noch, die sind auch nicht irgendwie für Amusement oder sowas da. Also ihr braucht jetzt nicht glauben, dass sie dafür sorgen, dass sich irgendjemand besser fühlt. Soweit ich weiß, vielleicht irre ich mich da auch. Wäre natürlich cool, wenn es so eine, wenn es so ein Charakter-Dings gäbe bei Bedürfnis. Wir haben Haustiere. Plus drei. Bei manchen Leuten. Bei manchen Leuten, die hier bei Charakter Tierlieb haben oder so. Aber genauso müsste es ja dann den umgekehrten Fall geben, was dann wiederum nicht so schön wäre. Ja, kann man drüber streiten. Ne, drei. Ja, dann kommt hier eine Wand hin. Ganz einfach. Nee, Holztür. Schiss. So. Und dann kann man da ja auch schon mal differenzieren. Verschiedene Schlafkammern basteln. Hier drüben wird ja auch gerade noch mal was. Ach, guck mal, da gibt es ein bisschen Eisen. Schön. Wird ja auch schon mal was gebastelt. Schrecklich. Eindruck schrecklich. Ach, du bist aber auch ein Weichkeks, Min. Jetzt komm endlich in meine Basis, damit du vernünftig essen kannst. So. Ach so, die Beacons. Ein orbitales Funkfeuer. Gehört die auch noch dazu. Ich baue das eher mal hier hin. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Lager in die Richtung vergrößert, ist größer als in die Richtung. Aber wahrscheinlich werde ich mich selbst da in naher Zukunft alles Besseren belehren. Und hier ist eigentlich das gleiche Spiel. Bis auf die Tatsache, dass ich ja oben schlachte, also bauen wir es dahin. So, jetzt können wir auch ein bisschen traden. Freddy ist am Tisch. Freddy ist ein Tischesser. 50 Stahl haben wir noch. Ein neuer Rekrut. Sexy Etsy hat Min angeworben. Hallo Min, was kannst du? Auch da hätten wir schon lange gucken können. Er ist vergnügt, er weiß nicht genau warum. Er hatte vor kurzem eine gute Zeit. Ich habe keine Ahnung, womit. Naja, das ist unser sozialer Großmeister, würde ich jetzt einmal behaupten. Und unser Kreativitätmeister. Pop-Idol, na geil. Sonst kann er rein gar nichts. Ja, willkommen an Bord, Min. Deswegen bist du auch nackt, weil du ein Pop-Idol bist. Pop-Idol ist bestimmt die kindgerechte Übersetzung von ehemalige Prostituierte. Aber das ist jetzt nur meine. Muss nicht stimmen. So, der Min. Min ist auf jeden Fall auch ein Koch. Zumindest tut er so, als ob. Kann Min wenigstens tragen. Oh, du Mistsack. Na gut. Dann... Tja, Min. Du bist ein Vogelkorb. Du kannst echt überhaupt nichts. Meine Schnauze. Du kannst ja wirklich gar nichts. Warum bist du Tierpfleger mit deinen vier Pünktlein? Mann, 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 Min. Wo soll denn das mit dir enden? Min. Min kriegt erstmal einen neuen Nickname. Letzte Aktion für diese Folge. Min heißt ab heute Pussy. Oder? Nix. Könner. Gibt's eigentlich Ös? Ö. Oh. Ich bleib mal beim Umlaut. Also beim OE. So. Min ist unser Nix-Könner. Jawohl, ja. Jetzt hat Min einen Namen. Aber dennoch hat sich Mini ganz köstlich amüsiert. Hoffe ich zumindest für ihn. Draußen sind es 28 Grad. Alle sind vergnügt und lustig. Die Ernte könnte eingeholt werden, aber irgendwie hat niemand Lust drauf. Und alles in allem lässt sich eigentlich nur sagen, aus welchen Gründen auch immer, sind wir immer noch am Leben. Und das verstehe ich nicht. Aber vielleicht ändert sich das ja in der nächsten Folge. Man weiß es nicht. Das Schicksal wird es zeigen. In diesem Sinne, bis denn dann. Schön, dass ihr mit dabei wart. Tschüssi.